Weltweit essen Menschen durchschnittlich zwischen 1 und 2,7 Kilogramm Nahrung pro Tag. Pro Person sind das mehr als 365 Kilogramm im Jahr und mehr als 28.800 Kilogramm im Laufe eines Lebens. Jedes letzte bisschen davon durchläuft das Verdauungssystem. Dies umfasst 10 Organe auf 9 Metern Länge und enthält mehr als 20 spezialisierte Zelltypen. Es ist eines der komplexesten Systeme im menschlichen Körper. Alle seine Teile arbeiten zusammen, um eine einzige Aufgabe zu erfüllen: die Rohmaterialien der Nahrung in Nährstoffe und Energie zu verwandeln, die einen am Leben erhalten. Über die gesamte Länge des Rumpfes erstreckt sich das Verdauungssystem mit seinen 4 Hauptkomponenten. Erstens, der Magen-Darm-Trakt, ein verschlungener Kanal, der das Essen transportiert und eine Innenoberfläche von 30 bis 40 Quadratmetern hat. So viel wie ein halber Badmintonplatz. Zweitens, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und Leber, 3 Organe, die die Nahrung mittels spezieller Flüssigkeiten aufspalten. Drittens, die Enzyme, Hormone, Nerven und das Blut, die zusammen die Nahrung aufspalten, den Verdauungsprozess regeln und dessen Endprodukte befördern. Dann wäre da noch das Gekröse, ein ausgedehntes Gewebe, das sämtliche Verdauungsorgane im Bauchraum in Position hält, damit diese ihre Aufgaben erledigen können. Der Verdauungsprozess beginnt schon vor dem ersten Bissen. In Erwartung eines leckeren Happens beginnen Drüsen im Mund mit der Absonderung von Speichel. Wir produzieren täglich etwa 1,5 Liter dieser Flüssigkeit. Im Mund wird die Nahrung durch das Kauen und Vermischen mit dem Speichel in einen feuchten Klumpen, den Bolus, verwandelt. Enzyme im Speichel spalten die Stärke darin auf. Dann gelangt die Nahrung zum Anfang der 25 cm langen Speiseröhre, dem sogenannten Ösophagus, durch den die Nahrung wandern muss, um in den Magen zu gelangen. Nerven im Speiseröhrengewebe erkennen den Bolus und starten die Peristaltik, eine strukturierte Abfolge von Muskelkontraktionen. So gelangt die Nahrung in den Magen, wo sie dessen Muskelwänden ausgeliefert ist. Diese zerdrücken den Bolus in kleine Stücke. Von den Zellen der Magenschleimhaut ausgeschüttete Hormone bewirken die Abgabe von Säuren und enzymhaltigen Säften, die die Nahrung zersetzen und die Eiweiße darin aufspalten. Außerdem regen die Hormone Bauchspeicheldrüse, Leber und Gallenblase dazu an, Verdauungssäfte zu produzieren und Gallensekret, eine gelbgrüne Flüssigkeit zur Fettverdauung, als Vorbereitung abzugeben. Nach 3 Stunden im Magen ist der ehemals wohlgeformte Bolus nur noch ein schaumiger Speisebrei und bereit, in den Dünndarm befördert zu werden. Die Leber sondert Gallenflüssigkeit an die Gallenblase ab, die diese in den ersten Teil des Dünndarms, den Zwölffingerdarm, leitet. Hier werden die Fette im flüssigen Speisebrei aufgelöst, damit sie von den Säften der Bauchspeicheldrüse und des Darms leicht verdaut werden können. Diese enzymhaltigen Säfte spalten die Fettmoleküle in Fettsäuren und Glycerin auf, damit sie vom Körper leichter absorbiert werden. Die Enzyme sorgen auch für die Zerlegung der Eiweiße in Aminosäuren und der Kohlenhydrate zu Glucose. Das passiert im unteren Dünndarm, dem Leerdarm und dem Krummdarm. Diese sind mit Millionen winzigen Ausbuchtungen überzogen, den Darmzotten. Durch deren vergrößerte Oberfläche werden mehr Moleküle absorbiert und in den Blutkreislauf gespeist. Das Blut nimmt sie mit zum letzten Schritt ihrer Reise: die Versorgung der Organe und des Gewebes. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Überschüssige Fasern, Wasser und bei der Verdauung abgestorbene Zellen werden in den Dickdarm, das Kolon, befördert. Hier wird der Masse über die Darmwand fast die gesamte Flüssigkeit entzogen. Der verbleibende weiche Rest heißt Stuhl. Der Dickdarm drückt dieses Abfallprodukt in den Enddarm. Dort erkennen Nerven die Ausdehnung und melden, dass es Zeit ist, den Abfall auszuscheiden. Die Abfallprodukte der Verdauung treten durch den Anus aus, was die lange Reise der Nahrung beendet, die in der Regel 30 bis 40 Stunden dauert. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal. Bleib neugierig!